Und jetzt zu unserem heutigen Gast. Er nennt sich Mr. Wissen to Go. Er ist ein bekannter Blogger, gibt im Netz Nachhilfe in Geschichte und Co. Erklärt ganz komplexe Themen wie Brexit und Eurokrise so einfach, dass sie selbst ein Kind versteht. Mirko Drotschmann aus Malsch ist Journalist und YouTuber. Er produziert Videos und stellt sie ins Netz. Seine Themen: Politik, Geschichte, Gesellschaft. Ihr seid schlecht in Geschichte? Von Politik habt ihr keine Ahnung? Und was in der Zeitung steht, habt ihr noch nie verstanden? Und da haben, glaube ich, die Bauern zum ersten Mal gemerkt. All das erklärt Mirko Drotschmann auf seinen Videos, die tausendfach geguckt werden. Vor allem von Jugendlichen. Sein YouTube-Kanal Mr. Wissen to Go hat 500.000 Abonnenten. Sogar die Kanzlerin hat er interviewt, um die Jungwähler zu erreichen. Und seit einem Jahr ist er beim Online-Kanal von ARD und ZDF. Funk. Herzlich willkommen, Mirko Drotschmann. Ja, also ein Jahr gibt es jetzt Funk und ich meine, Sie als Nachhilfelehrer im Netz können Sie ja so wunderbar verständlich uns Dinge erklären, die sehr komplex sind. Deswegen, für alle, die es immer noch nicht wissen, was genau ist Funk? Funk ist eigentlich ein Fernsehsender nur fürs Internet. Es ist kein Sender, den man einschaltet und dann kommt da so ein Programm mit Sendungen hintereinander, sondern es sind ganz viele Sendungen verteilt über viele Kanäle, bei YouTube, bei Facebook. Und man kann selber auswählen, was man wann guckt. Und das ist Funk. Und das Ganze wird produziert von ARD und ZDF, also öffentlich-rechtlich. Sowas gab es bis vor einem Jahr noch nicht. Und das ist eine tolle Sache, dass es das jetzt gibt. Geschichte und Politik, das sind so Ihre Spezialthemen. Warum gerade die? Ich habe Geschichte studiert und fand Geschichte schon wirklich sehr lang spannend. Ich hatte eine tolle Lehrerin in der Oberstufe in Geschichte, die Adenauer noch erlebt hat und Charles de Gaulle persönlich gesehen hat und davon toll erzählt hat. Und deswegen fand ich Geschichte spannend und wollte es auch studieren. Und Politik ist eh immer mit drin bei Geschichte, logischerweise. Und das finde ich selber auch sehr interessant. Und da lag es nahe, weil da kenne ich mich ein bisschen aus. Von Mathe habe ich keine Ahnung. Da wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Überhaupt, was ja viele vielleicht erstaunt, dass gerade im Netz, also im Internet, sogar solche Sachthemen so gut ankommen. Manchmal dachte immer nur Spaß und Unterhaltsames und witzige Videos. Aber woran liegt das? Meine Videos werden vor allem von jungen Menschen geschaut, haben Sie vorhin ja auch schon gesagt. Und junge Menschen interessieren sich sehr für die Welt, aber verstehen vieles noch nicht und wollen es aber verstehen. Und wenn man ihnen das so ein bisschen erklärt, dann freuen sie sich. Ich habe jetzt heute zum Beispiel ein Video online gestellt, da geht es um Katalonien und warum es da so Probleme gibt. Hat man vorhin ja auch hier in der Sendung gesehen und wo da der Streitpunkt liegt. Und das habe ich versucht zu erklären, weil mich da ganz viele Fragen zu erreicht haben. Und ich glaube auch, dass junge Menschen sich für Politik interessieren. Man muss es ihnen nur verständlich machen und dann finden sie es auch gut. Sind es tatsächlich nur Junge, die gucken? Nicht nur, aber hauptsächlich. Ich kann gucken in den Statistiken, wie alt die Zuschauer sind. Und die Zuschauer über 65 Jahre, die nehmen kontinuierlich zu bei mir. Mhm. Das freut mich natürlich. Also vielleicht liegt es auch daran, dass meine Oma ab und zu mal reinschaut. Und auch meine Eltern schauen hin und wieder rein. Und das freut mich natürlich, dass auch die Leute, die da bei YouTube unterwegs sind, älter werden und das auch für sich entdecken. Unsere Bundeskanzlerin durften Sie als eine der ganz wenigen YouTuber sogar interviewen. Wie war das? Beziehungsweise haben Sie was Neues über Angela Merkel gelernt? Ja, so ein paar Dinge schon. Ja? Was ich so erstaunlich fand, ist, es war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe und mit ihr gesprochen habe, aber es fühlte sich so an, als hätte man sie schon 100 Mal gesehen, weil man sie natürlich auch schon 100 Mal gesehen hat im Fernsehen oder woanders. Und das war dann irgendwie, ich war sehr aufgeregt, aber als sie dann da saß, nicht mehr. Und wir haben auch Martin Schulz interviewt, da war es ähnlich. Also es war dann irgendwie was sehr Vertrautes, komischerweise. Okay, waren Sie aufgeregt? Ja, schon, aber nachdem die erste Frage gestellt wurde, da ging es. Ich habe schon wirklich viele Interviews geführt, aber bei dem Interview, da war schon die Nervosität besonders hoch. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt aber schauen wir uns noch mal einen kurzen Ausschnitt aus im Online-Format Musste Wissen an. Das läuft auf Funk. Sie erklären dabei den Wiener Kongress, die große europäische Friedensverhandlung. Und das Besondere daran ist, Sie erklären nicht nur Fakten, sondern auch Unterhaltsames. Wie zum Beispiel die Redewendung, der Kongress tanzt. Ihr habt vielleicht schon mal die Redewendung, der Kongress tanzt, gehört. Die Friedenskonferenz hat ein fettes Begleitprogramm mit Bällen, Festen und Konzerten. Fast jeden Abend ist irgendwas geboten. Das ist wie heute. Wenn sich Staatschefs begegnen, dann gibt es oft auch bewusst lockere Momente. Als der amerikanische Präsident George W. Bush die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht hatte, da hat man zusammen gegrillt. Also, solche Themen greifen Sie auf. Was mich ja fragt, wie wird man so erfolgreich jetzt wie Sie im Netz? Was sind so die Dinge, die man da wirklich beachten muss? Ich glaube, man braucht vor allen Dingen eine Leidenschaft für was und man muss was wirklich gerne machen. Und dann hat man da auch gute Chancen, dass man was erreicht. Wenn die Leute, die sich das anschauen, merken,
der macht es wirklich, weil er da Lust drauf hat und nicht, weil er Geld verdienen will oder weil er möglichst viele Zuschauer haben möchte. Und dann sollte man sich auch nicht verstellen. Ich meine, ich bin 31, ich bin älter als viele meiner Zuschauer und wenn ich mich jetzt so jugendlich geben würde, ich glaube, das fänden die nicht toll. Man sollte einfach so sein, wie man ist. Und dann sollte man über Themen sprechen, die auch interessant sind und die vielleicht nicht schon 1000 Mal besprochen wurden. Mhm. Und dann kann es funktionieren. Also das Erfolgsgeheimnis von Ihnen. Aber was reizt Sie persönlich jetzt eigentlich daran, als Journalist im Netz zu sein? Was ist der Kick dran? Das Tolle ist bei YouTube, dass man so einen direkten Kontakt mit den Zuschauern hat. Hier in der Sendung bekommen Sie sicherlich auch ab und zu eine Postkarte oder einen Brief von Zuschauern. Aber das, was man bei YouTube an Kommentaren bekommt, das geht darüber wirklich hinaus. Ich moderiere auch im Fernsehen eine Sendung und da kommen ziemlich wenig Zuschriften. Aber bei einem Video von mir, das, was ich heute hochgeladen habe, hat jetzt, glaube ich, 2000 Kommentare bisher. Und es ist einfach sehr schön, direkte Rückmeldung von den Zuschauern zu bekommen, zu sehen, wie denken die, was finden die gut, was nicht. Kriegt man auch mal wieder Kritik und man ist sehr nah dran an den Zuschauern. Das finde ich einfach toll. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber wenn wir mal in die Zukunft gucken, ne? Also ich meine, auch bei uns ja hier in der Sendung, wir machen viel, auch über Internet, auch Facebook und so. Aber was meinen Sie jetzt mal so, werden wir irgendwann mal alle nur noch im Netz unterwegs sein? Gibt es keine anderen Medien mehr? Ich glaube, dass das Fernsehen schon weiterhin bestehen wird. Ich bin großer Fußballfan und Fußball muss man einfach live gucken. Und dann auf so einem schönen großen Fernseher macht es natürlich sehr viel Spaß. Das wird es bestimmt auch noch ganz lange geben. Aber ich glaube, dass das Internet dann noch eine größere Rolle spielt. Ich sehe es an meinen Eltern, die jetzt auch immer mal wieder sagen, ach Mensch, habe ich in der Mediathek was gesehen. Und ich glaube, das wird auch zunehmen, weil es natürlich einfach praktisch, wenn man was verpasst hat, den Tatort zum Beispiel, den einfach einen Tag später zu gucken und nicht dann 7:45 vor dem Fernseher sitzen zu müssen. Und das ist eine tolle Sache. Kleiner Unterschied vielleicht noch zu Fernsehen und dem Internet, jetzt auch was Funk angeht. Haben Sie da so einen Tipp, also, dass man sagt, da ist einfach manches ein bisschen anders, vielleicht auch was die Zeit angeht? Und ja, also man muss dem ein bisschen mehr Zeit geben, gell? Muss dem ein bisschen Zeit geben und ich glaube, das dauert einfach ein bisschen, bis es die große Zuschauerschaft hat, die das Fernsehen hat. Fernsehen ist natürlich seit Jahrzehnten etabliert und Funk hat sich wirklich sehr gut gemacht im ersten Jahr, schauen sehr viele junge Leute an und ich glaube, wir sind da wirklich auf einem tollen Weg. Ich sag danke und weiterhin so viel Spaß.